So, hier, ein schnelles Video, nicht über mein Solarmobil, sondern hier, das ist halt 48 Volt, zweimal in Serie, das gibt schon Funk. Das ist hier wahrscheinlich, wird auch in der Ersatzteilliste als BMS-Kabel bezeichnet, hat genau 5 von schwarz, blau, ich glaube das kürzeste ist das blaue, dann kommt braun, schwarz, orange und das Oh, das könnte genau 4x12 Volt. Das waren 3 parallel und 1, 2, 3, 4 in Reihe. Also. Und das hier ist wahrscheinlich ein Temperatursensor. Da könnte man einfach mal mit so 100 Kilo Ohm oder 10 Kilo Ohm spielen. Aber wie gesagt, funktioniert nicht. Da kommt halt nur so eine rote LED hier. Zeige ich jetzt nicht. Also hier zeigt es schon dann die Batteriespannung so 70% an. Aber hier so rotes Ausrufungszeichen. Und ich will halt jetzt über die Motor irgendwie eher berichten. Denn wenn ich verstehe, wie der Motor irgendwie, das ist so ein alter Gleichstrommotor. Also so mit Kohlen, das ist eigentlich nicht so besonders effizient. Aber naja, dafür könnte der im Prinzip direkt laufen. So, bevor ich hier hingehe. Die ist alle, habe ich eingebaut, aber hier mit so einer 7 Ampere, das ist so für die Bordelektrik. Das hier ist wahrscheinlich irgendwie der, naja, der PWM, irgendwie MOSFET, irgendwie Treiber hier, wo dann direkt die DC. Der hat 2 fette Kabel und 2 dünnere Kabel, die immer noch fett sind. Also, so, und die kommen jetzt hier zu dem Motor. Und das ist hier eine Kohle 1 und da hier sind die Kohlen 2. Da habe ich jetzt irgendwie die hier auch angestellt. Und wenn ich hier jetzt das Rad so ein bisschen drehe, kommen da auch so ein paar Milliampere. Also, ne, das ist jetzt was Negatives. Können wir in den Blitzsicht, wenn ich jetzt andersrum drehe, dann kommen da positive Millivolt. Also naja, zumindest scheint da nicht irgendwie die Spule durchgebrannt sein. Ja, und das hier hat das eine dicke Kabel an die eine Kohle, das andere dicke Kabel an die andere Kohle und jetzt diese beiden dünnen Kabel, die mache ich jedes Mal weg. Ja, das eine dünne Kabel, das hängt hier einfach nur so rum. Ja, und das andere dünne Kabel geht hier, ist hier, die Schraube ist total locker. Also ich könnte im Prinzip das zweite Kabel da auch drauf schrauben und dann könnte das vielleicht irgend so ein Sternpunkt sein, die man einmal auf Plus oder Minus zieht mit diesen beiden Kabeln. Ja, aber ich meine, normaler Kohle-DC-Motor hat halt nur 2 Anschlüsse. Deswegen würde ich mich freuen. Hier, der Typenschild ist auch nicht besonders aussagekräftig. Da müsste ich den mal ausschrauben, um das komplette Typenschild hier zu lesen. Kann man das lesen? Ja, also irgendjemand, der sich halt mit so alten Elektromotoren 2002... glaube ich, ist das Baujahr. Die Serie so 2003 fing die an. Ja, hier ist natürlich noch so ein komisches Kabel. Das muss ich jetzt auch nochmal, vielleicht könnten das Hall-Sensoren sein, irgendwie, dass er hier die Position und damit die Geschwindigkeit irgendwie berechnet. Aber ich habe das Gegenstück von dem Stecker noch nicht gefunden. Also keine Ahnung, ob das wirklich nötig ist. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall, sage ich mal, wenn ich diese dünnen Kabel verstanden habe, könnte ich halt irgendwie nur mit ein paar MOSFETs, ich meine 48 Volt ist jetzt nicht so die Welt, ja, der hat 4 Kilowatt der Motor, glaube ich, 4 bis 8 Kilowatt. Ja. Notfalls selber machen. In der Ersatzteilliste gibt es schon so irgendwie noch andere, ich glaube, das hier ist dann das Ladegerät. Auf der anderen Seite gibt es... da ist halt irgendwie die Schuko-Stecker und da hat eben noch... ein normales 12-Volt-Batterie-Ladegerät und ich glaube hier, das ist dann das 2kW-Ladegerät für die Akkus da hinten. Das heult schon auf, wenn man das anschließt, aber wie gesagt, zeige ich jetzt nicht. 16.000 Kilometer oder was, also er ist schon ein bisschen gefahren. Laut Aussage des Verkäufers, irgendwie, naja, mit Akkus noch so 10-12 Kilometer, aber haben sie die Akkus ausgebaut. Ja, vielleicht ist schon noch ein bisschen mehr. Aber das, sage ich mal, wäre halt der Vorteil hier. Diese Sicherung, sage ich mal, ist jetzt irgendwie nicht besonders vertrauenserregend. Wie gesagt, wer Ideen hat, was ich mit diesem losen Kabel hier anfangen soll, ja, ob ich das hier dazu schrauben soll oder ob ich einfach mal hier, man könnte einfach mal 12 Volt hier an die Kohlen, beiden Kohlen anstehen und gucken, ob er läuft. Ja?
Aber solange ich die Funktion von diesen beiden auch schon fetten Kabeln, ja, aber sagen wir, das die richtigen sind, das ist auch hier alles ziemlich locker. Also wenn ich hier drehe, da sieht man da unten auch, wie es bewegt. Also deswegen weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass diese Öffnung, dass die normal ist. Ich glaube, ja. Und wie gesagt, auch diese drei Kabel, was die für eine Bedeutung haben. Hier, das Zifferschild von dem Ding da ist auch nicht besonders aussagekräftig. Da steht nur eine Seriennummer oder sowas da.